Schöne Damen,
Der Zufall entdeckt mir eure Wünsche und ich biete euch meine Dienste an, der Besorgnis zu entgehen, welche euch des Herzogs Nähe zu verursachen scheint. Ich eile dem Herzog entgegen und verweile ihn begrüßend so lange, bis ihr eure Kutsche erreicht habt. Dank dafür soll euch diese Schärpe erteilen, welche ich als Glückwunsch der Rückkehr gebe. Welch Glück! Doch wüsste ich nur... Heut unmöglich. Ha, welche Angst, welche Kränkung verursacht mir Chloris. Doch sie soll fühlen, was sie an mir tat. Verschleiert kann ich wieder Eifersucht erregen. Beide, Herr, erkennen wir, welch ein eifriges Bestreben euch für uns belebt. Und mit gleichem Dank, wenn sie euch die Schärpe da verlieh, gebe ich euch diese Blume. Bleibt! Wollt ihr die damenschuldige Ehrfurcht nicht verletzen, so begehrt nicht nachzugeben. Welche Ahndung, welch Zweifel. Mädchen, bleibe! Sage du mir, doch ich muss zum Herzog. Ponlevi, suche auszuforschen, wer die verschleierten Damen waren. Nun spannt die Segel eures Witzes auf, Scharfsinniger Sancho, und steuert auf euer Ziel los. Nun, meine Kleine, bist du denn ein Mädchen? Unverschämte Frage. Sollte dieser schön gefaltete Schleier, diese besonders liebenswürdige Schnippischart, ja gewiss, bist du nicht der schönsten Dame, artigste Zofe? Gut geraten. So ist, was du weißt, mein eigen. Warum nicht gar?